Hallo und herzlich willkommen zu meinem Stream. Das ist mein. Ach so, das war deins. Entschuldigung, ich war abgelenkt durch den, durch die Umgebung hier, bei der wir sind. Ihr müsst erstmal unsere Zuschauer begrüßen, nicht einfach irgendwie. Ach so, Entschuldigung. Das ist mein Channel. Wie schwitze. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nutze ich Sauerwazi aus, also das heißt sozusagen, ich habe dich einfach überredet, dass wir dein Studio nutzen, seine Cam nutzen, seinen Hintergrund nutzen, weil er hat einfach coole Sachen und wenn das doch eh schon griffbereit ist, dachte ich mir, können wir das mal machen. Und weil ich etwas unfassbar Peinliches vorhabe, ne? Ich bin so gut. Gegensatz zu dir. Ja, ist doch jetzt egal. Ja, ist ja okay. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich, jetzt werden einige Sachen so, was? Pass auf. Und zwar, ich möchte mit Sauerbazi ein Reaction-Video zu meinem ersten eigenen Lied auf YouTube machen. Ja, ich habe einen Song auf YouTube, jetzt werden wieder was. Ich höre die Leute schreien. Ja. Das schauen wir uns gleich zusammen an. Ich will vorneweg kurz was dazu erzählen. Bitte nicht wundern, unsere kleine Maus sitzt mit dabei, ja. Die darf auch mithören. Zum Glück muss sie das Ding sich nicht anhören. Sondern wir haben hier Kopfhörer auf, wir schauen uns das an. Und es geht darum, dass ich damals, ich glaube 2014, genau, hatte ich mal eine Band, die hieß Marse, also M-A-R-S-E. Wie der Mars, nur... Mit E hinten, genau. Das war einfach nur, weißt du warum? Weil E-Autos da fahren sollen? Nein, weil das einfach, wir haben uns ganz kreativen Namen überlegt, die Anfangsbuchstaben unseres Namens. So, ja, das ist ja clever. Kann man sich gut merken. Ich finde das voll krass. Ja. Ja, dann weiß man, wie die Leute heißen. Also, wenn man es weiß. Da ist ja kein N für Nadine drin. Das ist natürlich schade. Ja, es ist auch kein Obst. Aber ein A für Andreas, doch. Ein A für Andreas ist drin. Ja, aber es ist halt kein Obst im Haus. Auf jeden Fall. Schön. Genau, haben wir damals eine Band gegründet. Ich erinnere mich noch, das war ein ausgebauter... Nee, nicht ausgebauter Bauernhof. Es war noch ein Teil Bauernhof, aber es war so eine ausgebaute Scheune. Und wir hatten damals das Glück, oder die Leute, die mit mir das machen durften, hatten vielleicht nicht so viel Glück, weil ich das nämlich war. Ich war eine Sängerin. Also ich tat so, als ob ich eine Sängerin war. Es war eigentlich eher so ein Hobby, was wir peinlich in dieser Scheune nachgegangen sind. Also für mich zumindest. Es hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich weiß, ich war nicht die Beste. Schreibt alle schön Hashtag Twitch Sings in die Kommentare. Nein, ganz sicherlich nicht. Vor allem werden die das bestimmt nicht mehr schreiben, nachdem die das Video gesehen haben. Ja, ich habe hier nämlich, wir werden jetzt gleich mal das Video aufrufen. Auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, ich hatte halt da einen, der hat Schlagzeug gespielt, einer mit E-Gitarre, einer mit Bass. Ich glaube, Akustikgitarre war gar nicht dabei, ich war die Sängerin. Und ja, da haben wir unseren ersten eigenen Song geschrieben und der hieß Hello, my name is Zombie. Und ich hatte da total Bock, mal wieder reinzugucken, dachte mir, warum kann ich das nicht mal zusammen machen, aber allein mit euch zusammen machen. Aber alleine habe ich es mich einfach nicht getraut, deswegen habe ich dich jetzt dabei als tatkräftige Unterstützung. Und ja, hier sehen wir schon den Hintergrund. Ich wollte nur mal gucken, ein Like, also zumindest hat es irgendjemandem gefallen. Vielleicht warst du gar nicht das damals selber. ja, du kannst es mal jetzt groß machen, würde ich sagen, oder? Vielleicht noch eben kurz, es ist am 18.01.2014 hochgeladen worden und hat seitdem 182 Aufrufe generiert, was ja schon gar nicht nur so wenig ist eigentlich. Ja, ich finde es okay. Das ist absolut in Ordnung. Zumindest ist kein Dislike da, ich meine, hallo. Ja, das stimmt. Ich und Kommentare? Selbst, wann selbst Kommentare? Auf meinem Landwirtschaftssimulator-Video von 2009 habe ich Dislikes, ich weiß aber gar nicht, warum. Ob da ein Kommentar dabei ist. Ein Kommentar? Ja. Nein, steht nur was da. Schau mal, da steht, das lesen wir noch vor. Durch unser neues kreatives Bandmitglied Alea, das war nämlich ein Gastspieler damals, der hat sehr, sehr gut E-Gitarre gespielt. Liebe Grüße, falls er das mal sieht. Auf jeden Fall weiß ich mir, dass ein Schlagzeuger eventuell zuschaut. Auf jeden Fall dieses Mal nur zu viert mal eine neue Version mit toller Untermalung unseres talentierten Bandmitgliedes erstellen können. Anhören und genießen. Wollen wir es mal genießen? Wir wollen es absolut genießen. Also wie gesagt, das war ein ganz toller... Ja, wir fangen erstmal an. Okay, viel Spaß. Thank you.
dieses Ding, Ding, Ding im Hintergrund, das hatten wir ganz clever gelöst. Und zwar hat unser Schlagzeuger einfach irgendwo draufgehauen, dass wir so eine Art Glockenläuten nachgeahmt haben, was ich richtig gut finde, was wir umgesetzt haben. Wie fandest du das? Ja, also ich habe ja früher auch ein bisschen Schlagzeug gespielt, muss ich jetzt dann dazu sagen. Und er hat halt quasi die Ride oben gespielt, also quasi auf Top. Es gibt aber auch bei der Ride halt oben quasi diese ganze Beugung. Wenn du da drauf klickst, ist es meistens wie so ein Kuhglocken-Glockengeräusch. Also hätte er noch ein bisschen weiter oben gespielt, wäre es die richtige Glocke gewesen eventuell. Und das hätte dann nicht so geknistert, sondern eher so ein Dong. Oder es ist einfach durch dieses Scheißding, also wir hatten, Entschuldigung, durch dieses Piep-Ding, wir hatten ein tolles Aufnahmegerät, das haben wir einfach in die Mitte des Raumes gestellt und da waren ja alle, also auch Schlagzeuger, alle Instrumentalisten und ich als Sängerin waren alle in einem Raum in einer Scheune zusammengepfercht, die wir irgendwie mit Pappe ausgekleidet hatten. Und natürlich hört sich dann Akustik richtig geil an, ne? Wenn wir sagen, das ist es überhaupt nicht. Vielleicht ist es das einfach. Aber das, vielleicht ist es auch gewollt von uns. So ein richtiges zerknistertes, zermatschtes Geräusch. Das passt doch zum Zombie, oder? Ja. Ja, hören wir mal weiter. Du kannst gerne die Letterste machen. Ah ja. Du kannst duschen. Hier? Ja. Okay, dann darf ich jetzt. Dankeschön. Habt ihr das im Hintergrund gehört? Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich nicht wusste, wann ich anfangen soll zu singen. Halt, stopp. Ich muss kurz selber lachen. Ich habe das Lied halt schon vorher schon einmal gehört. Ja. Du hörst es noch nicht mal, ne? Lass dich trotzdem. Durchaus tief, ja. Es ist halt, man merkt halt eindeutig, dass ein Schlagzeug auf jeden Fall einfach über ein Mikro aufgenommen werden sollte. Wir hatten das auch schon mal probiert. Da hat jeder versucht, sein Ding zu spielen, aber niemand wusste, wann er wie einsetzen soll. Und das war hinterher eine einzige Katastrophe, das hat gar nicht angepasst. Ja, nee, das ist ja auch schwierig. Dann, ja. Aber wir hören es uns jetzt erstmal weiter an, oder? Also da machst du uns stumm. Das hat jetzt gerade kein Mensch gehört, was ihr gesagt habt. Oh, hoppala. Damit die das nicht hören können, dachte ich, kannst du da auch stumm schalten. Nein. Also ich habe schon gesagt, unser Kind singt hier nämlich mit gerade. Die hört noch nichts. Nee. Die ist einfach so. Ja? Ja, die sieht die Bilder. Die Bilder. Viele dachten ja, dass das hier im Hintergrund, dass ich das bin. Ich habe auf jeden Fall gewartet, bis ein Blutmond da war und habe mich dann hingesetzt. Ja. Auf so einen Hügel. Aber ich habe einfach mal ganz frech irgendwelche Google-Bilder genommen. Das ist natürlich auch voll überhaupt nicht verpixelt oder so. Ne? Das ist ein richtig professionelles Video. Ist das nicht auf Tatooine? Weiß es nicht. Ist es? Nein, keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Ja. Ich finde, der Song ist auch mega langsam, kann das sein? So. Durchaus, ja. Und ich warte immer noch auf... Wie sagst du? Ich warte immer noch auf das Schlagzeugpart von Enter Sandman Metallica. Er sagt, es ist total... Ich hab keine Ahnung. Also der Gitarrenriff ist Enter Sandman Metallica. Ich kann es dir gerne über Spotify kurz anmachen. Ja, mach mal. Okay. Oh, Moment, wir wechseln mal eben kurz. Oh, ich mach mal wie kurz gesagt, Spotify wir haben auch den Text selber geschrieben, wir haben die Melodie selber erfunden. Und ich kannte das Lied ja nicht. Ich meine. Metallica. Moment. Also, wir haben ja gerade nur das Gitarrenriff jetzt nochmal kurz von dem. Von Cleos Lied. Don't get in my way.
Der Riff, und wenn wir jetzt noch, tu mal kurz einspielen, Enter Sandman Metallica. Wahrscheinlich könnten sie alle haben das vielleicht mit eingebaut. Dieser Part jetzt gerade, das hat unser Bandmitglied, dieser Gastspieler gemacht und das war, glaube ich, das einzigste Professionelle, was überhaupt der Kunde war. Der hat das einfach, der hat unser Lied gehört, wir mussten ihm vorspielen und er hat gesagt, ach, das passt da noch rein. Ne? Und das, finde ich, hört sich sehr gut an. Man muss sich auch vorstellen, der Zombie, der kommt von irgendwo her auf der Straße und singt, hallo, mein Name ist Zombie. Er weiß, dass er Zombie heißt, ne? Zombie? Er ist ein Zombie und heißt Zombie. Mhm. Und kommt auf die Straße und sagt, hallo, ich bringe dir plötzlich ein Brot, hallo. Ja, das ist eigentlich cool, der Text, ne? Eigentlich eine nette Aussage. Ich finde das total nett von dem. Ich finde auch, das hätte der Titelsong zu The Walking Dead sein sollen. Ja, Mann, warum haben die uns nicht engagiert? Dann sehen wir jetzt hier nicht in dem... Lomelo Studio. Hey, hab's ja nicht, du hast es. Ich bin froh, dass ich es nutzen kann. Entschuldigung. Okay, ja, du willst unbedingt weiterhören, ich sehe schon. Doch, du bist voll interessiert, ich sehe das. Dass du immer damit dabei bist, ne? Ich wollte gerade Grabsteine vorschmeißen und ihm auch nicht. Achso, okay. Wollen wir weiter gucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Unser Kind hat auch verbockt. Willst du auch mithören? Okay, cool. Ich glaube, du hättest besser gesungen als ich. Super. Kennst du nochmal den Nuni rein? Ich meinte. Bin dabei. Nein, ich meinte sie. Okay, dann auf jeden Fall, weil du so unbedingt noch fertig gucken möchtest. Ja. Wie man einfach nur boom, 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 die leeren Drums einfach nur ballern hört in dem kleinen Raum dieser mega kleinen Scheune. Oh Gott. Das Schlimmste ist eigentlich, und das ist das Ding, dieser Song wurde eigentlich veröffentlicht, ohne dass ich das wollte, weil für mich war das nie gut genug. Ich war für mich zu tief, aber das Problem ist, wir haben nie es geschafft, das an meine Stimme anzupassen. Das war eigentlich nur als Hobby gedacht. Aber ich war damals schon so, dass ich immer gesagt habe, wenn ich was singe, möchte ich es ordentlich machen. Und ich würde mit sowas, ich schwöre es euch wirklich, dass ich das überhaupt nicht toll finde, wie ich da singe. Ich würde mit sowas niemals auftreten und sagen, boah, ich kann singen. Also eigentlich mega peinlich. Es existiert halt und ich komme aber nicht mehr auf diese Seite, weil ich damals die an den Schlagzeuger abgegeben habe, die Rechte von der YouTube-Seite. Das heißt, ich kann das Video ja nicht mal löschen. Und ich habe jetzt eigentlich gehen raus. Der ganzen Welt eigentlich gesagt, dass ich das singe. Hätte ich gar nicht machen müssen, ne? Doof. Oh. Ja, mein Gott. Ja, gut. Auf jeden Fall, jetzt kommt das Finale. Das wird natürlich bescheiden. Bestimmt halte ich die Töne super. Wir warten ab. Wir warten's ab. Ja, wir warten es ab. Thank you.
kommt, heulen ja auch Wölfe. Die Soundeffekte sind. Das kannst du mal jetzt wegmachen. Was tust du denn da? Entschuldigung. Ich finde auf jeden Fall Zombie. Wenn ein, ist das so peinlich, dieses Video. Wenn ein Zombie erscheint. Schön, dass der nächste Song ist Heilig bist du her. Deswegen muss ich auch so lachen. Auf jeden Fall, wenn ein Zombie kommt, können immer Werwölfe dazu, Grabsteine, ein Vollmond, ein Blutiger und, was war es noch? Gewitter und Regen, weil das ist ja immer, wenn ein Zombie erscheint, ne? Das ist doch das Tutorial noch nicht. Aber jetzt mal eine Frage, hättest du gemerkt, dass ich das bin, also dass ich das gesungen habe? Hast du es gedacht? Also man hört es schon raus, wenn man es weiß, aber ansonsten muss ich sagen, nicht unbedingt. Hätte es auch ein Junge sein können, oder? Nee, das jetzt nicht. Ja. Wer sich dieses Lied mal im Ganzen ohne unser blödes Gelaber anhören möchte, wer sich Ohrenkitz geben möchte. Aber auch leider dann ohne den wunderschönen Beigesang. Genau. Ja, aber wer sich den Ohrenkrebs mal in, wirklich für sich in Ruhe, vielleicht in der Badewanne oder so mal zum Entspannen geben möchte, wie ich verlinke euch das mal in den Kommentaren. Ja, ihr dürft auch gerne ein Dislike da lassen, das ist völlig okay. Aber du bist COCs jetzt. Ich habe jetzt übrigens auch nur von meinem Gesang gesprochen. Ich fand das immer cool, mit den Bandmitgliedern Musik zu machen. Und fand die Zeit auch richtig, richtig geil, wenn man die Chance hat, überhaupt in so in einem Gebäude Musik zu machen abends. Das hat man echt immer cool. Also, ich meine, du wirst du selber bestimmt kennen. Du bist ja auch Hobby, machst als Hobby auch DJ. Ja. Das ist immer cool, so Musik zu machen. Macht schon Spaß. Aber es veröffentlichen muss man nicht unbedingt. Ich bin ja eine professionelle Jukebox, wenn ich DJ mache. Also ja. Bin ja jetzt ja nicht. Nein, also war, so. Bitte nicht falsch verstehen, falls jemand von der Band zuschaut. Das ist kein Diss gegen euch oder gegen uns damals, aber ich habe einfach das jetzt mal. Ne, weil ich das ja gesungen hatte, einfach mal rausgekramt. Man entwickelt sich auch einfach mal weiter in 5 Jahren. Vielleicht sagt man dann, vielleicht hätte ich damals doch eine Oktave höher singen dürfen. Ja. Aber ich weiß, vielleicht hätte ich es ja damals noch gar nicht geschafft, weil auch die Stimme und alles entwickelt sich ja weiter. Jeder fängt ja klein an. Genau. Vielleicht werde ich jetzt entdeckt und darf ein Zombie-Lied singen. Ja. Walking Dead Staffel 10 wird nur gedreht, weil euer Lied als Titelmelodie haben wollen. Ja. Genau. Vor allem mit den geilen Effekten im Hintergrund. Hab ich selber da reingeschnitten. Auf jeden Fall, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war cool. Vielen Dank, Sauerbazi, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Ich hoffe, dir geht's noch gut. Ja, doch, durchaus. Ja. Und danke, dass wir dieses schöne Studio nutzen durften. Ja, das Billo-Millo-Studio. Ja, weil meine Sachen gehen ja gerade nicht. Die muss ich mir noch, muss ich gucken. Ich denke mal, dass ich mir demnächst ein nettes Mikrofon gönnen darf. Oder? Stimmt. Ohne dieses Geschreiche? Auf jeden Fall kann meine Tochter besser singen als ich. Und in diesem Sinne sagen wir beide auf Wiedersehen. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Du musst den Knopf drücken. Oh, ich muss den Knopf drücken. Welchen? Noch mal einmal auf Fall zurück. Gleich mache ich Tschüss. Den da? Genau der da. Okay, also Tschüss.